Moin! Ja, heute wollen wir euch mal den Zwischenstand unserer Renovierungsarbeiten im Vereinsheim zeigen. So, das Vereinsheim wurde 1960 gebaut und wurde seitdem zwischendurch mal so Kleinigkeiten renoviert. Aber jetzt haben wir wirklich durch Fördermittel einen ganz großen Umbruch hier gemacht. Und da zeige ich euch mal, und Fertigstellung ist circa Ende März. Und jetzt zeige ich euch mal, wie weit wir sind. Hier unser gigantischer Flur, in Vereinsfarben natürlich eine Seite. Und andere Seite weiß. Und das haben wir bewusst so gemacht, ne? Weil ja. Man soll gleich wissen, wenn man hier als Gegner reinkommt, wo man hier ist. Ja, bei SUS. Bei SUS, genau. So, und hier rechts sind die neuen Herrentoiletten. Das war hier vorher. Das war vorher nur eine kleine Toilette mit einem Waschbecken und einem Pissoir. Jetzt haben wir auf zwei Toiletten, zwei Pissoirs. Und hier kommt nachher das Waschbecken hin. Und überall Lüftungsschächte. Plus Beleuchtung. Wenn man so lange im Verein tätig ist und man weiß, wie früher ausgesehen hat und heute, das hat sich wirklich schon verändert und ich bin richtig stolz auf den Verein, dass das so schön geworden ist. Ja, hier unsere Gästekabine, komplett neu gestrichen, neue Decke rein. Hier kommt noch so ein Lichtfundament drin oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wie heißt das eigentlich? So ein Lichtpaneel kommt da noch rein. Jetzt hängt noch die alte Lampe. Ja, hier unser Duschtrakt, den haben wir jetzt gekürzt. Das war ja uralt. Jetzt haben wir da eine Wand reingezogen. Und hier sind dann insgesamt 6 Duschen reingekommen. Alles neu verfließt. Bodenfliesen neu. Decken neu reingezogen. Also das sieht schon top aus. Das wird richtig schnuckelig. Weil das ja vorher eine Gesamtdusche war, da waren ja alle Mannschaften drin, haben wir gesagt, nein, wir setzen da eine Trennwand rein, dass jede Mannschaft für sich eine Dusche hat. Ja, ganz wichtig, die Fenster wurden seit 1960 nicht mehr ausgetauscht. Neue Fenster aus Kunststoff. Früher waren da Holzfenster drin, die fingen jetzt an zu gammeln und der Windzug dadurch, alles erneuert worden, jetzt vernünftiges Kunststoffmaterial. Die Gästekabine natürlich nicht so farbenfroh wie unsere Kabine, aber hier soll der Gegner sich auch nicht wohlfühlen. Hier kommen auch noch Bilder rein von unseren Spielern und das wird schon, dass sie ein bisschen Respekt davor haben. Ne? So, jetzt gehen wir weiter, jetzt gehen wir mal in den Behindertentrakt. Menschen mit Einschränkungen. Ja. Menschen mit Einschränkungen. Natürlich. Genau, das sagt man so, Udo. Ja, ich wusste es nicht genau, wie man das nennt, aber Menschen mit Einschränkungen haben wir jetzt auch was fertig gemacht. Das hatten wir nämlich vorher nicht. Hatten wir vorher nicht und das war barrierefrei ist es jetzt. Richtig, das war auch eine Bestimmung von der Gemeinde und dass wir das einrichten. Ja, hier um die Ecke ist die für die Behinderung, also die Menschen mit Beeinschränkung, die Toilette. Das wird jetzt noch rangebaut, das ist nachher alles automatisch. Der fährt wirklich hoch und runter die Toilettenanlage. Und ja, natürlich hier oben Belüftungsanlagen, da kommen noch solche Belüftungsklappen vor, dass es immer hier frische Luft drin ist. Sehr geräumig groß, wenn man sich vorstellt, dass das vorher alles nicht da war, ist das schon eine schöne Sache. Ja, wir haben jetzt ja eine ganz große Frauenmannschaft, hier war es vorher auch nur eine Toilette, jetzt sind wir auf 3. Leider ist das Licht noch nicht fertig, Strom fehlt noch, aber das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Ja, das Waschbecken ist schon dran. Und 3 Damentoiletten. So, hier vorne geht es jetzt in den Heimbereich. Das wird jetzt auch fertig gemacht. Das ist noch alles sehr wild und Baustelle. Ja, natürlich ist das Baustelle. Wir mussten ja eine Kabine haben, wo wir die Sachen ein bisschen unterstellen können. Aber wir haben jetzt auch hier Paneele rangemacht. Das wird noch alles gestrichen. Und dann ist das wirklich Ende des Monats ist alles fertig. Und dann können wir uns wirklich hier wohlfühlen. Ja, auch eigene Spinte haben wir hier bekommen. Da sind wir richtig stolz drauf. Jetzt kann jeder seinen Spind nachher selber nehmen. Und ja, das sind insgesamt, glaube ich, 40 Stück. In den Nebengebäude ist das auch noch. Oder Nebengebäude, sei schon Nebenraum. So. Ja, und mir platzt schon wieder hier der Arsch, weil der Ballraum wieder aussieht wie 100 Jahre. Reizdarm? Nee, Reizdarm nicht, aber guck dir das mal an. Das war so schön eingerastet. Wo sind die ganzen Bälle geblieben? Wo sind die Bälle geblieben? Ja, in den Ballsäcken, glaube ich. Ja, in den Ballsäcken. Die kann man doch da drauflegen. Guck mal, da sind sogar unsere SUS-Bälle noch gar nicht benutzt. Nee, ich benutze die gleich mal anders.
Das wird hier jetzt nachher, wenn das alles fertig ist, noch einmal aufgeräumt. Und ich sag's dir. Das hast du schon so oft. Ja, ich hab's schon oft, aber ich sag's dir jetzt noch mal zum letzten Mal. Jeder kriegt eine Anweisung. Wir haben nur einen Vorstand. Und da bist du auch mit drin. Und da seid ihr gefragt vom Vorstand, dass ihr hier Zettel aufhängt und das mal knallhart durchzieht. Weil so kann das nicht aussehen. Hier ist auch noch Heimbereich. Das sieht natürlich vollgestellt aus. Hier, aber das kommt jetzt, wenn das alles geordnet nach an den Wänden ist, weil die Maler hier jetzt gestrichen haben und so, dann kommt das vernünftig an den Wänden. Dann kommt unsere Damenmannschaft hierher und putzt den ganzen Track hier und dann sieht das wirklich schnuckelig aus. Ja, hier tue ich den Labyrinth und hier ist dann die Heimdusche. Auch neu gemacht worden, wie auch andere Seite und ja. Da fehlt jetzt nur noch der Deckenanstrich, aber das ist wieder leider wieder falsch kalkuliert worden. Da fehlen jetzt noch Endleisten um die Ecke, 3-4 Stück und die haben sie nachbestellt und die müssen erst dran und dann wird die Decke gestrichen. So, das ist der Zwischenstand von unseren Umbaumaßnahmen und das fertige Ergebnis bekommt ihr dann in 2-3 Wochen geliefert und dann seid ihr wirklich alle überrascht, was sich hier wirklich in den letzten Monaten getan hat. Ja, da muss man richtig stolz drauf sein. Mir liegt dem Verein ja richtig und was sie die letzten Monate hier getan hat, ist schon allerhand und man muss auch nicht vergessen. Und das ist nicht jetzt so einfach hergesagt, nein, Wilke hat wirklich viel in Bewegung gesetzt, auch der Vorstand. Und es war eine Mammutsaufgabe. Also wir beide müssen uns ja hier unten mal rausnehmen. Ja, das sind andere gewesen, ja. Da haben wir beide nichts mit zu tun. Richtig. Da war so mit Kevin und Harald und viele Firmen und viele Ehrenamtliche, die hier auch mal mit angepackt haben. Ja, das muss man mal ganz deutlich sagen, weil hier unten haben wir eigentlich nichts mit zu tun. Nein, das war ja eine Vorlaufzeit von knapp 3 Jahren. Das war hier meine Idee, dass es so aussieht. Ja, das wir kümmern uns so ein bisschen um die Gestaltung. Ja. Aber da müssen wir uns mal rausnehmen, weil das ist auch scheiße, wenn man sagt, wir haben das haben wir nichts. Wir haben da eigentlich nichts mit zu tun, weil das ganze Vorprogramm, das lief ja schon seit 3 Jahren, um die ganzen Fördergelder zu kriegen und. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da haben sich Kevin, Harald und, haben sich da wirklich Mühe gegeben und endlich, dass wir das umsetzen können. Und jetzt macht das wirklich, wirklich viel Spaß. Wenn das hier fertig ist, können wir sagen, wir haben was richtig Geiles erschaffen.